Elon Musk akzeptiert keine weiteren Bitcoin-Zahlungen mehr über sein Unternehmen Tesla. Des Weiteren steht hier gerade Binance, die größte Krypto-Exchange weltweit, vor einer Investigation. Square plant zunächst keine weiteren Bitcoin-Investitionen und die Angst macht sich breit. Stimmungsbarometer so tief wie zuletzt im April 2020. Das Schlagwort ist hier extreme Angst. Und genau darum soll es heute im heutigen Video auch gehen. Wir werden uns natürlich einerseits hier mal diese Negativschlagzeilen anschauen. Wir werden natürlich aber auch darüber sprechen, was das für Auswirkungen auf den aktuellen Kryptomarkt haben kann. Vor allem natürlich speziell auf den Bitcoin-Preis. Des Weiteren schauen wir uns natürlich hier den Bitcoin-Chart mal noch kurz im Detail an. Wir werden verschiedene Support- und Widerstandszonen mal kurz durchschauen. Gerne schauen wir dann auch mal hier kurz auf das CoinMarketCap, denn ich denke, jeder von euch hat es gesehen, Bitcoin-Dominanz ist hier runtergefallen bis auf 40%. Sollten wir jetzt bis auf 30% nochmal runterfallen, dann würden wir hier eine Altcoin-Season sehen, wie wir sie zuvor noch niemals gesehen haben. Und ich habe natürlich nochmal zwei, drei weitere Artikel mitgebracht, damit wir einfach auch in der Lage sind, durch diese ganzen Negativschlagzeilen das Ganze objektiv, rational zu betrachten und dann dementsprechend auch zu handeln. Und wenn dich das interessiert, solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Let's go! Alles klar, wir starten direkt rein. Ich denke, zu der ganzen Thematik, was Elon Musk hier gerade treibt, brauchen wir jetzt nicht viel spekulieren. Letztendlich haben wir hier keine konkreten News, weswegen er so handelt. Natürlich ist das Ganze widersprüchlich, erst eine halbe gefühlte Ewigkeit mit Michael Saylor über Twitter zu sprechen, ob es denn Sinn macht, ob es denn geht zu investieren. Dann wird 1,5 Milliarden investiert, dann wird das Ganze auch noch als Zahlungsmittel bei seinem Unternehmen Tesla akzeptiert. Jetzt rudert er wieder zurück, weil jetzt ihm auf einmal einfällt, dass das Ganze doch nicht umweltfreundlich genug ist, dieses Mining. Ich meine, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie groß dieser Anteil ist vom Bitcoin Mining, wodurch Schadstoffe entstehen, es ist eigentlich ein Witz, dass er das als Argument nutzt, dennoch tut er es. Des Weiteren steht ja gerade Binance hier vor einer sogenannten Investigation, also wird hier gerade untersucht, was natürlich auch nochmal eine Negativschlagzeile so gesehen für den Kryptomarkt ist. Square plant zunächst keine weiteren Bitcoin-Investitionen, also ihr merkt schon, es sind sehr, sehr viele Negativschlagzeilen da. Aber, und das ist das, was ich hier auf meinem Kanal schon des Öfteren bespreche, Leute, ihr müsst einfach versuchen, genau in so einem Moment euch rauszunehmen, das Ganze aus objektiv zu betrachten, aus der Vogelperspektive anzuschauen und dann werdet ihr relativ auch mal schnell erkennen, dass das ja nicht das erste Mal ist. Und jedes Mal, wenn wir sowas hatten, dass wirklich der Markt hier mit negativen Schlagzeilen überflutet wird, genau dann hatten wir meistens den nächsten großen Anstieg oder die nächste große Aktion. Und ich glaube persönlich, dass wir das auch jetzt sehen. Natürlich ist die Angst gerade extrem groß. Vor allem, wenn man sich natürlich den Bitcoin-Chart anschaut. Wir sind hier jetzt tatsächlich von 65.000 bis mal kurz auf 46.000 runtergebrochen. Prozentual ist das natürlich doch schon etwas, was dem einen oder anderen ein bisschen Angst machen kann mit einer 30%igen Korrektur. Aber das ist ja nicht das erste Mal, Leute. Das ist bei weitem nicht das erste Mal. Und 30% ist meiner Meinung nach noch gesund. Zwischen 20 und 30% ist alles gesund, wenn der Markt hier korrigiert. Natürlich war das hier jetzt reiner, wie soll man sagen, das waren im Endeffekt Angstverkäufe. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, einfach mal vorne wegzunehmen, glaube ich persönlich nicht, dass wir am Ende des Bullenmarktes angekommen sind. Lass mir aber sehr, sehr gerne mal deine Meinung in den Kommentaren da. Wie fühlt es sich für dich gerade an? Wie ist deine aktuelle Strategie? Bleibst du an der Seite stehen? Hast du eine Position offen? Setzt du jetzt allgemein auf die Altcoin-Season oder hast du deine Profite rausgezogen und wartest jetzt erstmal ab? Lass mich das sehr, sehr gerne mal wissen. Ich persönlich stehe gerade so ein bisschen an der Seitenlinie, was Bitcoin angeht. Wenn ich denke, jeder von euch hat mitbekommen, was mit der Altcoin-Season hier gerade abgeht. Die Altcoin-Season bricht ja hier gerade sämtliche Rekorde. Hier Harmony wieder, also auch Harmony ganz kurz vielleicht mal ein sehr, sehr interessantes Projekt. Das könnt ihr auf jeden Fall mal noch anschauen. Solana ja genau das gleiche. Und natürlich Cardano. Ich denke, jeder spricht gerade hier über Cardano. Cardano 40%, ein neues All-Time-High kreiert bei fast 2,60 $, glaube ich, war es. Und das sind natürlich dann wieder, ist wieder der Gegensatz zu dem, was gerade durch die Nachrichten, durch die Medien verteilt wird. Einerseits heißt es hier, Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, hält Bitcoin nicht für gut genug.
Das ist natürlich etwas für die Leute, die den Bitcoin nicht verstanden haben oder das System von oder die Idee von Satoshi Nakamoto nicht verstanden haben, kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch ein bisschen Angst entsteht, dass dadurch natürlich auch ein bisschen was abverkauft wird. Aber ich glaube nicht, dass wir am Ende des Bullenmarktes angekommen sind. Und ein klares Zeichen bringt hier natürlich wieder MicroStrategy, und zwar am 14. Mai vor 2 Tagen. Zusätzlich 271 Bitcoins im Wert von 15 Millionen US-Dollar nochmal gekauft, während Elon Musk hier ein bisschen zurückrudert und jetzt auf einmal auf den Zug eventuell mit Dogecoin auf ein Meme-Projekt, ein Meme-Coin, ein Projekt, was absolut keinen Anwendungswert oder keine Anwendung hier im Kryptomarkt hat, sondern reiner Community-Token, der nicht mal begrenzt ist in der Anzahl, der jederzeit wie der Euro, wie der Dollar oder so gedruckt werden kann, wie die großen Macher im Endeffekt ja, lustig sind, wie sie gerade drauf sind. Und das sind alles so Punkte, ihr müsst versuchen, euch in so einer Situation wirklich einfach ein bisschen aus dem Markt rauszunehmen, ein bisschen versuchen, rational das Ganze zu betrachten. Denn jedes Mal war es, und ich weiß leider nicht, woher dieses Zitat kommt, aber es gibt ein Zitat: Jede Krise bringt eine Chance mit sich. Und es war eigentlich bis jetzt immer so. Wenn du mal schaust, gerade auch auf den Kryptomarkt bezogen, jedes Mal, wenn sich im Endeffekt eine Krise, ich will das nicht wirklich Krise nennen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, großer Abverkauf, jeder spricht darüber, dass es vielleicht das Ende des Bullenmarktes ist. Das ist für mich aber auf der anderen Seite gleich wieder eine Chance. Und man sieht das Ganze an den Altcoin-Projekten. Die Altcoin-Projekte, die knallen hier teilweise komplett durch die Decke. Hier, Polygon hatten wir auch mal drüber gesprochen, wo er noch bei ein paar Cent war. Der hat sich seitdem verzehnfacht. Wir haben hier WeChain schon ein paar Mal drüber gesprochen. PancakeSwap natürlich auch richtig krass. Aber ich möchte gar nicht so stark jetzt hier auf diese Altcoins eingehen, sondern gesamt einfach auf den Markt. Denn wenn man mal bedenkt, was war denn 2017 los? 2017 gab es diesen Artikel hier, und zwar: China verbietet Kryptobörsen. Was bedeutet das? Das war zu dem Zeitpunkt, als diese ICO-Phase, das war ja einer der ersten massiven Hypes im Kryptomarkt 2017 durch diese ganzen Insta-Coin-Offerings, diese Geldsammelphasen mehr oder weniger. Und da wurde ja Geld in den Markt gepumpt ohne Ende. Natürlich haben viele ihr Geld verloren, weil viele Scammer im Endeffekt auch entstanden sind. Aber es sind natürlich auch sehr, sehr interessante und sehr, sehr gute Projekte zu diesem Zeitpunkt entstanden, die es sich gelohnt haben, im Endeffekt zu investieren, und die sich seitdem natürlich enorm, enorm entwickelt haben. Und das meine ich eben, sobald es irgendwo angedeutet wird, wir haben hier eine Krise oder es kommt zu einer Krise, genau dann wird sich irgendwo wieder ein paar Türen öffnen, gibt es wieder neue Chancen, und genau diese versuchen wir auf diesem Kanal da natürlich dann auch nochmal zusätzlich zu finden. So, wie gesagt, hier ging es gerade darum, um diese ICO-Phase. Das wurde dann in China erstmal illegal, und das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch ein Riesenhammer. Ähnlich wie das, was hier Elon Musk gerade macht, und natürlich in der Verbindung hier mit Binance zusammen. Das sind natürlich jetzt gerade zwei sehr bekannte, also sagen wir einfach mal, die Binance Exchange ist sehr, sehr bekannt, kennt eigentlich jeder, der im Kryptomarkt unterwegs ist, und sonst jeder, der sich ein bisschen mit finanzieller Intelligenz oder finanzieller Bildung oder auch anderen Dingen beschäftigt, kennt eigentlich Elon Musk. Ich denke, jeder kennt eigentlich Elon Musk und weiß, wer das Ganze ist. Und wenn man mal schaut, China damals hat das Ganze für illegal erklärt, jetzt aber trotzdem ist der asiatische Bereich der stärkste Bereich überhaupt im Kryptomarkt. Also ihr seht, auch da wurde im Endeffekt erstmal ein bisschen Negativschlagzeilen gebracht, um natürlich den Preis zu drücken, damit die Großen dann auch wieder unten einkaufen können. Weil wir müssen halt auch mal überlegen, wenn wir den Bitcoin-Chart hier einfach mal schauen wir es uns im 4-Stunden-Chart an. Wir nehmen hier mal die Support- und Widerstände raus, die besprechen wir gleich. Wir zoomen das Ganze mal ein bisschen zusammen. Seit dem Bullmarkt, 15. Dezember, gehen wir einfach mal von Anfang Dezember aus. Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Seit einem halben Jahr hält dieser Bullenmarkt an. Und wir sind, wie gesagt, wir haben hier jetzt noch keine große Korrektur gesehen, wir haben kein wirkliches Blow-off gesehen. Wir haben natürlich ein paar Negativschlagzeilen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich Folgendes: Der Bullenmarkt hält sich extrem lang, und ich denke, es gibt viele große Investitionen, die natürlich sich jetzt, bestes Beispiel Deutschland. Zum 1. Juli möchte Deutschland ja hier mit den Special Fonds im Endeffekt an den Start gehen. Das heißt, 20% dürfen Institutionen jetzt ihren Anlegern anbieten, um in Kryptos zu investieren. Also ihr seht, es findet immer mehr Anklang. Natürlich gibt es immer und immer wieder die ein oder andere Schlagzeile oder Nachricht, die natürlich erstmal wieder ein bisschen Angst in den Markt bringt, aber das braucht es, damit die Großen sich dementsprechend einfach auch wieder platzieren können. Und würden wir, meiner Meinung nach, das ist natürlich auch persönlich meine Meinung,
Hätten wir hier jetzt so eine Nachricht vielleicht nicht bekommen von Elon Musk, hätten wir vielleicht das hier auch nicht gesehen, vielleicht hätten wir aber auch einfach weiter konsolidiert, vielleicht hätten wir aber auch schon den nächsten Pump gehabt. Aber wir hatten ja hier auf dem Kanal immer und immer wieder, wenn wir hier über die technische Analyse gesprochen haben, hatten wir ja gerade hier dieses Chart immer und immer wieder besprochen, dieses Ascending Broadening Wedge und des Weiteren. Also ihr seht es, wir haben es letztes Mal hier eingezeichnet in dieses Video, letzte Chance für Bitcoin. Ihr seht das Ganze hier, wir hatten das hier eingezeichnet und ich habe auch gesagt, hey, es könnte sein, dass wir hier nochmal runterkommen, dass wir dann auch hier spätestens aufgefangen werden sollten. Das ist wirklich die allerletzte Chance für den Bitcoin-Chart. Und wenn wir uns jetzt mal Bitcoin anschauen, wir sind exakt in diese Zeichnung dann hier auch reingekommen, die ich schon vorher gemacht hatte. Wir haben exakt diesen Boden hier erreicht. Wir sind jetzt sogar etwas darunter, aber wir sind noch nicht bestätigt ausgebrochen. Und das ist der nächste Punkt, egal wie viel Shit News da draußen gerade rumgehen. Natürlich kommt ein bisschen FOMO auf, kommt ein bisschen, nicht FOMO, kommt ein bisschen Angst auf. Aber schaut mal, Leute, wir gucken jetzt einfach mal hier in den Weekly, in den Weekly-Bereich. Wir nehmen mal kurz die Zeichnungen hier raus. Da möchte ich euch nämlich was sehr Interessantes, was sehr, sehr Wichtiges zeigen, was wir so noch nicht hatten und was ja natürlich jetzt durch das, dass Elon Musk, durch das, dass Binance und so weiter, dass die gerade mehr oder weniger in Negativschlagzeilen umwickelt sind, dass dadurch der Preis ein bisschen gefallen ist, vielleicht gar nicht so schlecht. Denn schaut euch mal bitte Folgendes an. Ich nehme mal kurz hier den EMA mit rein. Und zwar schaut mal, wir haben den EMA hier seit 9000. Im Endeffekt eigentlich schon viel früher. Eigentlich hier Corona-Dump, letztes Jahr März, 21. März. Dann haben wir es drüber geschafft und seit dem Punkt, seit wir hier drüber sind, wir können das mal ein bisschen genauer angucken, seht ihr das, seit wir hier durchgebrochen sind, nicht einmal mehr. Wir hatten hier mal einen ganz, ganz kurzen Test, einen ganz kurzen Test. Seitdem aber haben wir uns so enorm entfernt und jetzt endlich hat Bitcoin hier ein bisschen mal wieder das Ganze oder ist näher gekommen, hat das Ganze auch einmal hier reingewippt, reingedippt. Aber natürlich auch wieder schnell aufgekauft worden. Jetzt sieht das Chart gerade aktuell sehr gut meiner Meinung nach aus. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn wir einmal hier reinkommen, dann sehen wir natürlich den nächsten großen Sprung. Und ich glaube, dass wir jetzt auch kurz davor stehen, weil einfach diese ganzen vielen Negativnachrichten jetzt zusammenkommen. Jetzt haben die Großen wieder die Möglichkeit, da der Preis hier, ich meine, wir sind unter 50.000 von 65.000 zu 48.000, das ist dann natürlich doch ein deutlicher Unterschied. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass das hier jetzt sehr, sehr positiv für den Markt ist. Des Weiteren haben wir natürlich hier ein klares Zeichen, MicroStrategy, wie es auch immer heißt, Michael Saylor, Michael Xavier, kauft zusätzlich 271 Bitcoins im Wert von 15 Millionen US-Dollar. Das Ganze war jetzt am 14. Mai, also nach der Korrektur. Und das sind alles diese Punkte, müsst ihr euch immer und immer wieder vor Augen halten, das Ganze objektiv betrachten. Ich persönlich habe auch in meinen ganzen Videos zuvor hier auf meinem Kanal, egal welches eigentlich, wenn es um Dips aufkaufen geht, beziehungsweise anders gesagt, wir hatten ja darüber gesprochen, ob wir eine weitere Position aufmachen, ob es sich lohnt, eine Position aufzumachen, ob es sich nicht lohnt, was persönlich meine Strategie ist. Und ich habe, lasst mich ganz kurz schauen, ich habe seit diesem, war es dieser Punkt? Ja, genau, hier waren wir 14. März. Nein, stimmt gar nicht, Leute. Seit dem, genau, seit Mitte April sage ich ja schon, ab jetzt kaufe ich nur noch Dips auf. Und das hat immer und immer wunderbar funktioniert, auch jetzt wieder. Ich habe auch natürlich hier jetzt eine kleine Position offen, weil ich, wie gesagt, nicht davon ausgehe, dass wir jetzt nochmal weiterfallen, als wir es jetzt schon gesehen haben. Dann das Ganze natürlich hier auch von Michael Xavier im Endeffekt. Und das sind alles so Punkte, Leute. Ihr müsst das einfach ein bisschen versuchen, rational zu betrachten. Ihr müsst schauen, dass ihr dort einfach ein bisschen euch aus dem Markt rausnehmen könnt, das Ganze objektiv anschauen und dann halt einfach wirklich die Emotionen weglassen. Denn schaut mal, wir sind hier Bitcoin-Dominanz bei 40%. Die Bitcoin-Dominanz ist natürlich gefallen, der Bitcoin-Preis ist aber nichtsdestotrotz immer noch sehr, sehr stark. Wir schauen nochmal ganz kurz hier rein. Hier, auch so ein Projekt, das möchte ich mal ganz kurz ansprechen, Leute. Shiba Inu ist ja im Endeffekt auch ein Meme-Coin-Projekt. Das Ding hat ja tausende von Prozent hingelegt. Ich weiß nicht in welchem Zeitraum, ich glaube in den letzten 5 oder 6 Monaten. Es gab Leute, die damit 500 Euro mehrere 100.000 rausgeholt haben. Ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber dieser Markt wird hier gerade absolut überflutet. Und wenn du Lust hast, dass wir uns einfach mal hier diese Meme-Coin-Projekte anschauen, wie zum Beispiel SafeMoon, SafeMoon Cash,
BNB Diamond, Shiba Inu, wie sie alle heißen, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Wir können sehr, sehr gerne mal drauf eingehen. Aber jetzt nochmal zurück hier zum Bitcoin. Mir war es wichtig, dass du erstens einfach verstehst, dass wir gerade, dass wir gerade an einem Punkt angekommen sind, wo sich die Meinungen sehr, sehr stark teilen. Und ich habe das Motto, tu genau das Gegenteil von dem, was der Markt tut, was die Medien dir sagen. Und dann wirst du mehr oder weniger profitabel. Und es ist tatsächlich so. Es gibt doch einen Grund, oder es hat doch wohl einen ganz klaren Grund, warum am 14. Mai hier nochmal 15 Millionen von Michael Saylor in die Hand genommen worden sind, um das Ganze hier aufzukaufen. Also hier in diesem Bereich hat er das Ganze wieder aufgekauft, weil er weiß, dass wir jetzt wieder nach oben gehen werden. Er weiß, dass jetzt der nächste Pump im Endeffekt bevorsteht. Wir können das Stock-to-Flow-Modell mit reinnehmen, wir können den Nipple mit reinnehmen, wir können so viele Punkte mit reinnehmen und überall sieht das Ganze meiner Meinung nach, nach so einer Korrektur, jetzt mit den Nachrichten für mich persönlich sehr, sehr bullisch aus. Deshalb habe ich eine Position offen, deshalb akkumuliere ich natürlich auch immer weiter, was den Bitcoin angeht und deshalb werden wir meiner Meinung nach bis Ende des Jahres, bleibe ich bei meiner Meinung, die 100.000 Dollar sehen bei Bitcoin. Okay, alles klar, das soll es aber jetzt gewesen sein, beziehungsweise nein, Leute, wir haben noch nicht. Leider wird das Ganze jetzt doch wieder ein bisschen längeres Video, aber wir müssen uns das einfach zusammen anschauen. Wie gesagt, hier Ascending Broadening Wedge ist meiner Meinung nach intakt, ist noch intakt. Wir könnten rein theoretisch jetzt auch hingehen und das hierher setzen. Wenn wir jetzt das Szenario, was wir ja schon öfters auf diesem Kanal besprochen haben, jetzt sehen würden, sowas hier in die Richtung, es geht mir der Platz aus, sowas hier in die Richtung, wir würden hier abprallen, kommen hier vielleicht kurz drunter, bestätigen das. Hier und dann geht das Ganze weiter. Könnte natürlich alles sein. Es könnte natürlich aber auch sein, Leute, dass wir hier ein riesengroßes W formen, was uns dann mal ganz schnell hier auf die 70.000, 80.000 hochkatapultieren könnte. Von hier runter, erster Boden, zweiter Boden, jetzt ein W, das wäre die Neckline und dann wäre das Target hier bei über 70.000 und dann würde im Endeffekt die 100.000 bis Ende des Jahres auch gut reinpassen. Okay, wir gehen mal ganz kurz zurück und schauen uns das Ganze hier auf Binance, auf dem Binance Chart an. Ich habe hier meine Support- und Widerstandszonen und wir sind im Daily Chart und wunderschön, wie diese Tageskerze hier gerade versucht aufzubauen. Aber wir gucken uns das Ganze natürlich im bisschen kleineren Chart an. Wir sind hier im 1-Stunden-Chart und ihr seht, ich habe hier schon so einen kleinen Kanal eingezeichnet, wo es scheint, dass wir hier gerade ausbrechen. Ich habe hier meine Position bei knapp 47.000 dann nochmal aufgemacht. Also ich habe das Ganze hier abgewartet, habe hier den Dip nicht gekauft, auch nicht hier, sondern dann tatsächlich jetzt erst hier, weil wir uns sehr, sehr lange hier halten. Wir haben hier natürlich auch einen sehr, sehr starken Widerstand- und Supportzone. Deshalb ist das Ganze bei mir jetzt auch so leicht gelb hinterlegt. Sollten wir hier rauskommen, das Ganze positiv bestätigen, das Volumen reinkommen, dann würde ich meine Position hier auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen vergrößern, weil ich glaube, dass wir dann relativ zügig gegen die 56.000 bis 58.000 in diese Range hier wieder reinkommen werden. So viel dazu zum Bitcoin. Ich denke, zum Chart kann man jetzt gerade aktuell nicht viel sagen. Es kann natürlich sein, dass wir hier jetzt bei 50.300, 50.400 vielleicht auch nochmal abprallen und dann hier nochmal bis auf 45.000 runterkommen. Hier haben wir natürlich wieder starken Widerstand und Support, der uns dann auch nochmal hält, der bis jetzt eigentlich auch sehr, sehr gut gehalten hat. Das ist aber das Szenario, mit dem ich weniger rechne. Ich persönlich rechne, wie gesagt, im großen Chart mit einem W, das wir jetzt formen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir jetzt Richtung 57.000 kommen, dann können wir uns eigentlich schon fast sicher sein, dass wir dann auch bis Ende des Jahres einen weiteren Pump hier sehen. Okay, alles klar. Jetzt ist das Ganze doch leider ein etwas längeres Video geworden, aber mir war es wichtig, dass ich dir einfach hier jetzt mal meine Meinung dazu teile. Ich habe hier noch ganz kurz eine Sache und zwar, schaut bitte immer wieder mal auf den CME Features. Auch hier haben wir ja diesen Kanal jetzt im Endeffekt eingezeichnet. Wir sind auch hier am untersten Punkt gerade angekommen. Die Börse schließt zu unserer Zeit heute Abend, öffnet heute Abend circa, nein, stimmt gar nicht, wir haben heute Sonntag. Die öffnet erst morgen, also erst heute Nacht irgendwann. Ich glaube heute Morgen früh um 4 Uhr oder um 6 Uhr morgens. Kannst du mich aber auch gerne korrigieren, hier einfach kurz in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir langsam wieder Richtung 60.000 hier aufbauen und nicht hier unten durchbrechen. Denn würden wir hier jetzt rausbrechen, dann würden wir auch kurz drauf bei Bitcoin einen weiteren Abverkauf sehen. Und das wollen wir ja letztendlich nicht. Okay, alles klar. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mir sehr, sehr gerne. Lass einfach mal kurz das Like da. Gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich dir noch ein wunderschönes Restwochenende. Wir sehen uns. Mach's gut und bis bald. Ciao.